Hallo, wir zu Hafen hier und Minimaru. Ab in die komische Graben-Ding da. Das ist der Graben, der schon ist. Was soll da drin sein, ne? Was ist das? Oncoming Terror. Da, der Wolfskin ist wieder verschwunden. Hä? Hast du das Apple gehört? Was? Ich fühle es. Ich fühle die böse Präsenz, die diese wissen, die Elemente zerstören wollen. Ich will die nicht vergeben, Maru. Ich will den Menschen nicht vergeben. Ha, ich bin der Dino-Drache. Wenn alle Menschen zerschrecken mit meinem Atem der Zerstörung. Ah, hat er gepennt, das Element. Er ist groß. Ist das nicht ein bisschen unfair? Hat er ein Problem? Lass es sie nehmen. Das kannst du einen Geist beschwören. Geist kostet einen Haufen Zeit, aber der Geist ist super stark. Und wir warten. Kannst du nur einmal beschwören, oder? Ich verkaufe hier mehr, sobald der Spirit Shop gebaut ist. Ist das ein Element? Gute Frage. Keine Ahnung. Oh ja, Spiritsteine können nicht wie jedes andere Element rumgetragen werden. Da könnte ich einen anderen. Kannst du nicht benutzen, wenn du einen Hörbeutel was trägst. Lass uns zurückziehen ein bisschen. In den Camps wird er uns alle vernichten. Wenn wir wenken, können wir darüber nachdenken, was wir machen. Okay. Jetzt haben wir die Leute vorbeibringen. Okay. Los geht's. Oh, Reisende. Alles nur noch. Das Monster hat die Erdbeben ausgehört. Bitte, wir sollten einen Wasserfeuer machen. Das Monster wegsplashen. Wir haben 4 Höhlen vor uns. Machen die Höhlen kaputt. Wenn du alles schaffst, wird der Boden einbrechen. Wir müssen unsere Vorbereitung treffen. Okay, der 2 Händler, den will ich haben. Okay. Drei Stochen, haben wir eine Falle gesetzt. Okay. Und Zeit zurückdrehen, nehmen wir noch Zeit ein bisschen. Ich drehe halt jetzt zurück, wenn ich fertig bin. Ah, es ist sinnlos. Hat aufgehalten? Ich bin gerettet. Aber ist möglich, hier wegzukommen. Bitte hilft mir einer. Rein hin. Dreht mir jemand die Zeit zurück. Okay. Los geht's. Sind die noch nicht hier? Hi. Ich kenne 2 Hände. Dankeschön. Du Stecker als Böse. Mach dich kaputt, komm an. Oh, knappes Ding. Okay. Dann an der Hülle. Okay. Eine Höhle? Okay. Bitte wegjagen. Heavy Flame. Okay, braucht länger als ich dachte. Oh. Nee. Okay. Okay, es dauert länger als ich dachte. Ich hätte die Warnung ernst nehmen sollen. Mein Fehler. Schiff will ich auch haben.
Egal, der Rennen vorbei. Was hat er trainieren hier? Ja, ja. Wollen wir kurz hier um die Stadt gucken? Da ist nur drin, okay. Wir sind trainieren. So, Waffe kaufen. So lange noch in den Monstern hier. Ah. Da zurückdrehen. Attacke. Friss ihn. Eine Falle. Wie feige. Ah, wie hab ich das getan? Dasselbe das Blut wie dieser eine. Dasselbe Blut, was meinst du? Wir brauchen ein Kommando. Wir haben eine Mission zu sagen. Ah, als mein letzter. Aber dann werde ich dich verfluchen. Ah, ah, es hat mich auch meine Flügel kaputt zu machen. Fest erledigt. Gemacht, Maru. Was, Maru, was ich den Flügel mal weiß? Das scheint ziemlich schwarz geworden zu sein. Denk mir darüber nach. Doch, ist immer noch da. Vielleicht hat er eine Höhle drin. Wo war das dann? Naja, Maru, alles richtig? Ja, ja, alles okay. Bist du richtig? Und dann sind wir dem Menschen tot. Bleib nur übrig. Fast da. Okay, lassen wir dann mal draußen gehen. Na, viel Gold behalten. Die Höhlen kann ich nicht rein, oder? Nee. Hi. Viele Käfer. Moment, wenn die wieder Käfer sind, packe ich den Käferstecker aus. Okay. Hier sind nicht nur Käfer drin, gut zu wissen. Ein Heimat-Emmer. Das ist ein passendes Schwert. Kann man schon hochleveln jetzt. Oder? Ich will Toast mitnehmen. Okay, wir haben einen schon mal erreicht. Hopp. Das ist gut. Wir müssen da runter. Wir können sie auch auslassen. Den nicht.
Der war zu gut für uns. Als Biest, oder? Ah, wir müssen wieder behalten. Ich hau sie einfach gar nicht an. Ah, den doch. Okay, haben wir Slurp bekommen. Guck mal, muss eigentlich Spawnhead sein, oder? Nee. Egal, haben wir Slurp bekommen. Den schaffen wir also noch nicht. Okay. Ja, lassen wir die mal stehen hier. Guck mal nach oben. The Heart of Hidden Age Swordman. Die Vögel schafft man, glaube ich, nicht. Ah, das. Egal, wir kriegen mal Geld dafür. Egal. Sollen wir später noch machen, wenn wir stärker sind. Cool, Wake. Maro, wunderschön dich zu sehen. Prinzessin, was suchst du schon wieder hier? Was fragst du? Ich sagte, wir uns treffen. Vielleicht im Wald. Maro sieht irgendwie blass aus. Hm. Man muss wirklich so hart für dich? Nein, nein, das ist das Problem. Jetzt alles. Machen wir Sorgen um dich. Keine Sorge, Maro. Wird eskortiert. Yashu? Die Kommandos sind nicht hier. Wir sind da angestellt, die Prozessin zu verteidigen. Kann ich hören, Yashu? Selbst wenn mein Escort etwa nicht wichtig ist? Tut mir leid. Geil, hat mir erzählt, du machst alles gut, Commander. Hast sogar ein Schloss gerettet, als Bonusmission. Wenn das passiert, dir geholfen. Hm, du bist zu weich. Warst du lustig? Ist dich nichts. Ich denke nur, was Sachen, was wir schon uns getroffen haben. Und dann das erste Mal, oh, passt, das wäre gestern gewesen. Ist das so? Eine Rückblende. Ey, Neuer. Du bist die Liebling der Prinzessin, oder? Lass mich nicht zum Kopf steigen. Was? Habe ich dich wütend gemacht? Komm mal, zeig, was für ein Monsterflügel du hast. Was hast du davon, dich zu ignorieren? Lass mich alleine. Ich will euch nicht töten. Hä? Was hast du? Was denkst du, gewinnst, wenn wir kämpfen? Hey! Ihr kleinen Kerle. Bratzen. Was sagt ihr mit Maro? Ziel? Ah, ist wie diese Mannfrau-Prinzessin da. Lauft! Hä? Ah. Angst vor einem kleinen Mädchen? Ist okay, Maro? Mir geht's gut. Oh, Maro. Und ein kleines Mädchen werden. Und dann ist sie ein Jungen? Ruhe! Ziel, du. Jetzt nicht gewonnen, du bist eine Prinzessin. Hier geht es mich ja niemals. Das ist noch nicht. Dafür wirst du bezahlen. Hä? Das würde ich gerne sehen. Yashu? Okay. Ihr kleinen Mistratten, da müssen wir ganz schön mutig sein, wenn er die Hochte der Könige angreift. Rechte Zeit mit Yashu. Weil sehen wir, das Töpfchen ist. Los. Boah. Marcel, du bist noch ein Kind. Hör auf rumzurennen. Ja, du bist auch nur ein Kind. Und das da ist Maro, richtig? Ja. Wieso kennst du den nicht? Du wirst ja nicht ziemlich stark sein, oder? Hast du Angst, dass die Flügel rauskommen? Bist du so selbstsicher ein bisschen anders? Also so selbstbewusst, ne? Du bist klein. Das kann ich ja, du bist nur ein Kind. Nun, warum hast du gekämpft? Du bist doch auch sehr stark. Natürlich bin ich das. In Zukunft will ich das Royale Kommando trollen. Ja, schon in den Royalen Kommandos? Niemals davon gehört. Marias Dienste? Maria, ich habe keine Eltern und sie hat mich die ganze Zeit beobachtet. Er wird für sie stark werden. Keine Eltern und seine gleichere, hättest du wie ich. Warum ein Kommandos, um mir zu helfen? Die Kommandos dienen ihr direkt. Das stärkste einer, die sie hat. Ich auch, für Maria. Ich möchte auch ein Teil werden. Ich will stärker werden, genauso stark wie du. Oh, so ein Unterschied. Nun, wenn es für Marias Wohl ist, dann werde ich dir helfen. Wirklich? Ich mache alles, um mich stärker zu machen. Das ist mein Bestes. Ist die Mutter so beliebt? Halt, Maro. Wird sie eher meine Bodyguards werden? Ja.
Autsch, Mann, ja, das ist ziemlich stark. Muss man mit ihm trainieren, vielleicht werde ich einfach stärker als er werden. Oh Mann, was machst du denn wieder so Ort hier? Maja, was machst du denn hier? Da musst du rumlaufen. Wenn du im Palast bleiben würdest, wirst du ja niemals das Land kennen, oder? Es ist gefährlich, hier alleine rumzulaufen. Oha. Dieser Platz, erst wenn wir uns getroffen haben. Wäre ich da nicht außen gewesen, hätte ich niemals getroffen. Siehst du? Rausgehen ist wichtig. Maro, bist du verletzt? Ist vielleicht Ciel schon wieder etwas, Nein, ist es nicht. Das war Teil mit Training mit Yasuo. Oh, du trainierst mit Yasuo? Ja. Ich hab versprochen, ich werde stark werden und das Kommando joinen. Die Kommandos, hm? Ich will die Kommandos burnen, damit ich dir helfen kann. Oh, danke. Ich will zusehen, wie du aufwächst. Und dann? Ich glaube, eines Tages werde ich dir irgendwie helfen können. Wenn du irgendein Problem siehst, irgendwas, dann hilf ihm. Und zurück, werden sie mir helfen? Ja, genau. So funktioniert es in diesem Land. Solange alle lächeln, bin ich glücklich. Nicht in diesem Land, auch in der ganzen Welt. Ich möchte, dass sie auch lächeln. Das scheint eine sehr schwierige Aufgabe zu sein. Wenn du stärker wirst und meinem Beispiel folgst, wirst du einen Platz in den Kommandos finden. Die beste Mission für dich, mein junger Kommando. Viel Glück. Mission? Verstanden. Ich tue mein Bestes. Und hier, haha. Ich habe mich wirklich zurückgeholt. Danke. Danke, dass ich nachgedacht habe, weil ich ins Kommando geschafft habe. Ich habe vergessen. Wann hat Maro mich überholt? Es sind drei von uns arbeiten zusammen, wie die alten Tagen. Nein. Wie immer kriegst du diese Kategorie nicht mehr nach. Und dann. Ich habe ja nicht gedacht, dass wir ein Problem verursachen. Ja, Schu, bring Prinzessin Ciel zurück im Palast. Denkst du, dass sie nicht mir vertraust, dass ich so allein zurückkehre? Nun, du hast so getan, als du zurückgelaufen bist, das letzte Mal, oder? Ist auch Teil meiner Mission. Ich werde nicht nochmal zulassen, dass dir was passiert. Danke, ich ziehe auf dich. Doch mal Sid, wir beenden Maro nur. Lass uns gehen. Fein. Yasuo? Was? Wie geht's der Königin? Ich hab's irgendwie Sorgen gemacht. Wieso fragst du? Scheint mir dieselbe zu sein in den letzten Tagen. Ich war weg, also hab ich's nicht wirklich gemerkt, aber sie schien auf jeden Fall noch normal zu sein. Ich sehe eine Erleichterung. Plastan hat mich kümmern lassen. Okay, das ist richtig. Du bist ja einer derjenigen, der aufpassen sollte, Maro. Ja, ich denke, das ist richtig. Ich schaue schon, woraus das nächste Mal wir uns treffen. Majestät. Kann ich dir bringen, dass du alleine läufst? Ach. Ich verstehe. Treffen ist natürlich eine gemeinsame Vergangenheit. Ich weiß sie eh nicht. Aber du und der Yasuo, ihr wart sehr süß, als ihr die Klinger saht. Der Zirkel kann auch solche Sachen sehen. Hey, nichts ist unmöglich für die Göttin. Hehehehe. Gehen am besten nach Norden. Wenn ich nur lange noch überlebe. Bis sie das drei umhole. Swordsman's Pride. Dieser Geruch. Scheiße, das ist der Geruch von einem Elementenfluch. Ich bin der Steindrache. Du kannst mich hören, du Verfluchte. Bei 30 Sekunden. Und dann, dass ich es fertig gebe, bis du herkommst, mich zu töten. Wenn nicht, wird dieser Komponent ausgelöscht. Ja, genug gehört, blödes Monster. Wer ist das? Mein Name ist Roken. Ich bin ein wandernder Schwertkämpfer. Steindrache, ich werde dich vernichten. Mein Schwert wird dich zerstören. Oh Gott. Was? Du hast mein Schwert gebrochen? Ja, sind die alte Schwertmann. Keine Chance gegen meinen Körper. Nimm mal zurück und warte, wie die Welt zerstört wird. Fluchter, 30 Sekunden. Komm und finde mich, sonst renne ich den Kontinent weg. Maro, was machen? Schon, dass wir mir zu Kampf berufen. Nun, natürlich werden wir wegmachen. Und ihn darum bereuen lassen, um zu fragen. Maro, alles okay? Geht dir gut. Kann ich verstecken, ich will aber sagen. Die Elemente verfluchen mich und essen meinen Körper auf. Wirklich? Ich will sagen, ich liebe diesen Fluch. Und das war's, habe ich keine Wahl, als die Mission aufzugeben. Nein, ich will die Mission abgeben, in jedem Fall. Come on, wirklich? Ah, die Schwertmannschaft von dir wurde nach Norden geworfen. Und zu helfen kann, vielleicht helfen. Und dann, wir haben keine Wahl, gib mich auf, Maro. Okay, wir machen noch den Kampf. King Dynamite. Du schon wieder? Irgendwas flutet nach Norden. Goldenes Schild, das will ich haben. Mann, ich kann das so nice. Nordstadt. Können wir mal sehen.
Okay, den Mold schaffen wir noch nicht. Also bevor wir da lang gehen, müssen wir erstmal hier töten. Full Break. Wir sind rot. Bam bam hier. Wir sind alle noch rot hier. Hey Schwertmann. Ah, du bist der Verfluchte, oder? Ja, das bin ich. Vergiss deine Verletzung. Danke, danke. Alles bestens. Allerdings ist mein Schwert gebrochen. Das Monster hat einen Körper aus Stahl. Brauchen wir Stärke, dass wir eine Chance haben. Du scheinst, als würdest du mit ihm kämpfen wollen. Ich wünschte, wäre ein Weg, das zu helfen. Mein Schwert ist gebrochen. Ich bin eine Last. Tut mir leid. Ich bin ein Schmied. Der Mann Roken. Er hat sein Schwert verbrochen und hat seinen ganzen Selbstvertrauen verloren. Ich wünsche dir nur, dann müssen wir erstmal aus der nordöstlichen Höhle was als Stein holen. Keine Zeit übrig. Verdammt, was machen wir nur? Okay. Das Schild brauche ich wieder auch noch. Ich fand Stein, aber ich brauche Schwerter. Der Mord ist verschwunden. Ich glaube, ich muss ihn fangen. Wenn du ihn besiegen kannst, kannst du den Stein holen. Nehmen wir uns noch fertig. Okay, wir so ein bisschen trainieren. Muss sich leisten. Kann man nicht besiegen, okay. Full Break. Okay, nicht mal stark genug sein. Schwertstein bekommen. Hi. Oh, hat mir Stein zurückgebracht. War ein neues Schwert in keiner Zeit. Hier ist es. Glück für deinen Mann. Was hast du da für mich? Das hat man so besiegt lassen? Das ist ein neues Schwert. Dieses Schwert? Für mich? Ich sehe. Ich merke, kann ich eine Schleife gegen das Monster zu kämpfen. Bitte, Mann, lass uns das Monster holen. Ich bin deiner Schuld. Ich werde dir helfen. Ich brauche 400 fürs Rückrennen, ne? Genau. Na, ich muss eh nochmal kämpfen hier. Bisschen Geld sammeln. Okay. Ich hoffe mir noch und ab in die Höhle. Maulwürfe, sterbt! Bin ich der ganz Beetle, leider. Attacke! Das war eine lange Zeit her. Du bist ein Vollzweifel der Vakrier. Soll ich Schwertier zu brechen? Nein, ich bekomme dich nicht zu brechen. Ah, das wird geschlossen. Nun, Maro. Dann werden wir töten. Dumme Menschen. Full Break. Erdschaden. Dynamite. Gestorben leider. Mal Zeit zurückdrehen. Verdammt. Ich bin noch nicht kurz als Evil. Okay. Attacke! Damn! Du hast meinen Körper zerschnitten. Wie kannst du meinem Körper Schaden zufügen? Der gekommen ist, diese Welt zu schützen, ist unser Ende? Nun dann. Dann mach ich das gleich, was meine Verbündeten auch gemacht haben. Und verfluche dich. Ich werde dir beibringen. In den Flügeln, da wird das Böse. Selbst wenn du mich besiegt hast, wird es dich freilassen und du wirst derjenige sein, der das Böse zerstört.
Mit allen anderen Menschen dieser Welt. Mach mal, wenn alle besiegen wir Lexion. Wie sieht das bei noch zwei? Ich hab gerade gesagt, je mehr du besiegst, umso mehr Macht wird in deinen Flügeln sammeln. Scheinbar wird dein Körper das nicht durchhalten. Aber wenn du das trotzdem fortführen, sag was mal, aber dein Körper wird irgendwann zerbrechen. Ich weiß nicht, was mit dir passiert wird, aber es wird eine Mission sein. Von deinem Goldfern bestimmt zu werden. Und dann, du wirst meine Goldeilegende Gans nach allem. Und egal. Ich sag's kurz, los geht's. Don't worry whatever me. Also mach nicht so, ja, was immer. Wenn dich zuschauen, wie du dich umbringst. Dein Kampf ist sehr stark. Wenn mein Schwert gebrochen ist, mein Herz ist auch gebrochen. Aber dank dir habe ich ein neues Feuer in meinem Herzen. Und statt der nächsten Kampf werde ich, das hat keinen Sinn gehabt. Würde ich sein, wenn ich mitkomme. Es wäre sehr schön für mich, wenn du mitkommst auf eine Mission. Und das könnte... Maru, der Fluch hat eine... Du brauchst mehr Leute als du kannst. Aber Göttin. Schiff von dem Himmel. Ich komme endlich holen. Nein, Trunken. Hier komme ich mit. Mit das mit Maro Joins. Das war mein Ziel. Der Mann wird dir helfen. Nun möchte ich ihm helfen. Na gut. Gehen wir noch schnell zurück. 15 Gold. Maro? Ich frage aber, hast du letztes Mal Global Dungeons erkundet? Das ist ein seltsames Sturm. Ja, ein seltsames Schloss im Dungeon. Das? Hast du dann gesehen? Ja. Wir können nicht mit normalen Bedingungen kommen. Ja, richtig. Das ist auch mal schöne Sachen. Achso, der Mann. Klar. Das müssen wir auch auf Türen halten und das merken. Okay. Übrigens. Der Weg des Kessels ist wahrscheinlich offen. Egal. Schenk nichts mehr an. Okay, keine Sorge. Okay. Ich werde weitermachen in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.